Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zum Infovideo betreffend unseres Achievements. 62 Abonnenten, das ist echt der helle Wahnsinn. Noch wahnsinniger ist, dass der Zuwachs die letzten 3 Tage immer so um die 10 Abonnenten pro Tag lag. Heute haben wir echt den Rekord geschlagen. 13 Abonnenten habe ich gezählt. Von 49 auf 62. Also, es geht in meinen Kopf nicht rein. Das ist so unfassbar, ungreifbar. Ich bin immer noch total platt. Ihr glaubt nicht, das ist jetzt die 5. Aufnahme, die ich versuche, weil ich echt gerade nichts zustande kriege. Das ist total der Oberhammer. Ja, kommen wir zur Sache. Das Special-Video kommt noch. Das hier ist lediglich ein Info-Video. Es geht auch schon noch um Minecraft, keine Angst, Leute. Und zwar, ihr hört es schon, das neue Mikrofon, mit dem ich aufnehmen werde. Ich hoffe mir dadurch, die Qualität meiner Voice-Aufnahme zu verbessern. Und ja, ich bin noch ein bisschen am Rumprobieren, am Rumschrauben. Ich suche noch ein eigenes Programm dafür. Und ja, das ist so der erste Punkt. Ansonsten Minecraft. 15 Slots werde ich vergeben und da seid ihr gefragt. Ich habe mir Folgendes überlegt. Schickt mir doch einfach einen Grund, schreibt einen Kommentar, was ihr wollt, warum ihr auf den Server wollt, warum ihr mit uns zusammen spielen wollt. Hier übrigens die Abonnentenzahl, ddd. Hier übrigens auch vor 2 Stunden waren es noch 58 Abonnenten. Das sind auch dann wieder echt oberkrass. Schickt mir einen Grund, warum ihr rauf wollt. Das können Bilder sein, das können Erklärungen sein, das kann eine Story sein, wie ihr wollt, Leute. Das ist mir dann wirklich so Latte. Die ganze Verlosung wird fließend laufen. Das bedeutet, wenn mir einer eine überzeugende Nachricht schickt, eine einfach überzeugend ist, dann haue ich da gleich den Slot raus. Dann sage ich, okay, gib mir deinen Minecraft-Namen, dann kommst du rauf. Zu dem Minecraft-Server wird es vermutlich ein paar kleinere ja, Regeln geben müssen. Ohne geht's leider nicht. Das soll geordnet verlaufen. Ich hoffe mir aber, dass das Ganze wirklich episch wird. Also wenn da wirklich ein paar coole Baumeister auf den Server kommen, wenn ihr es drauf habt, dann können wir da echt was richtig Cooles groß aufziehen. Weil es geht auch darum, dass ich zeige, was ihr gemacht habt. Das ist mir besonders wichtig. Also wir werden auch durch das, ich hoffe mir, dass da irgendwie so ein Dorf, irgendwas Dynamisches entsteht. Ich will da nichts vorplanen, also es wird keine festen Baupläne geben. Ihr könnt drauf losbauen, am besten nichts Hässliches, sondern was Schönes. Aber ja, da werden wir dann durch das Dorf gehen, uns das anschauen, selber ein bisschen spielen, euch zeigen natürlich. Ja, 15 Minecraft-Slots, da werdet ihr jetzt sagen, wir haben aber nur 10 Slots auf dem Server. Das stimmt, ich werde 5 Slots mehr vergeben, weil ich das schon cool finden würde, wenn während der Aufnahme der Server voll ist. Daher gilt dann die Devise, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn ich und der Wali oder der wenn der Walitzki und ich keinen Platz mehr kriegen sollten, dann muss ich leider Leute runterwerfen, aber ich werde mir die aufschreiben, dass ihr euch nicht ungerecht behandelt fühlt. Und beim nächsten Mal, wenn ihr wieder da drauf sein solltet, werde ich euch dann natürlich nicht kicken, weil ihr ja schon mal gekickt wurdet. So, wo war ich? Zu den Add-ons, also ich werde auch vor Griefing und so weiter, möchte ich natürlich auch den Server ein bisschen bewahren. Deswegen werde ich da auch ein paar neben Bucket noch ein paar Plugins reinschmeißen. Unter anderem Big Brother, dass ich auch nachvollziehen kann, ob da ein Griefer drauf ist. Die fliegen dann natürlich runter. Vorteil für euch, also Nachteil für den Griefer, dass er runterfliegt von der Liste, klar. Vorteil für euch, gibt einen Platz wieder mehr. So, ganz einfaches Schema. Das werde ich auch dann weiter so verfahren, also auch in Zukunft. Ich krieg heute irgendwie, bin ich heute so am Babbeln. Ich bin echt immer noch total fertig, deswegen. Nächstes Special wird es geben bei 100 Abonnenten. Ob es da weitere Slots gibt, muss ich mir noch überlegen. Das hängt auch ganz davon ab, wie das Ganze verläuft. Wenn es so verläuft, wie ich es mir vorstelle und ich irgendwie den Bock habe, dass da mehr Slots kommen könnten, dann wird es das geben. Ansonsten, ja, werde ich noch nicht verraten, was ich zum 100. Special mache, aber das dauert ja auch noch ein bisschen. Wobei, also wenn es weiter mit den Wachstumsraten geht, dann haben wir das die Woche noch erreicht. Ihr macht mir echt Angst. Was gibt es noch? Ich kann noch sagen, dass Trine fertig aufgenommen ist. Da sind noch Parts, die dann hochkommen auf jeden Fall. From Dust ist so gut wie fertig. Ersatzprojekt für Trine wird Dungeon Defenders. Das kommt am 19. raus. Das werde ich mir auf jeden Fall holen. Das sieht total cool aus. So ein bisschen wie, ja, auch so ein bisschen TD-mäßig. Und hat viele, viele, viele verschiedene Aspekte von anderen Spielen. Gefällt mir sehr gut. Schaut mal rein. Das ist, glaube ich, sogar bei den Topsellers bei Steam. Ja. Also, kann ich eigentlich gar nicht mehr großartig was sagen. Ich bin echt noch platt. Ich muss echt mal überlegen, ob ich heute eine Aufnahme schaffe. So in meinem Zustand.
Also, ihr seid jetzt gefragt. Schreibt einen Kommentar, warum ihr. Schickt mir ein Bild, schickt mir eine Erklärung. Sagt mir, was ihr könnt. Könnt ihr krasse Redstone-Schaltungen legen? Ich bin zum Beispiel ein totaler Redstone-Noob. Wenn ihr euch total krass mit Redstone auskennt, ist natürlich auch ein Vorteil. Könnt ihr mir sagen, was ihr schon mal gebastelt habt oder so. Und Lügen bringt es dann natürlich nicht so viel, weil wenn ich merke, dass da jemand mir... Ich sehe die Bewerbung ja, beziehungsweise ja, eigentlich kann man es Bewerbung nennen. Ich sehe die ja und ich merke sie mir auch und ich speichere sie mir auch ab. Und wenn mich da jemand dann anlügt und auf dem Server kann das dann doch nicht. Und dann frage ich mich natürlich auch, was war denn da los? Also seid ehrlich, das ist natürlich eine faire Sache, ne? Auch den anderen gegenüber. Ansonsten, ich hoffe, ihr seid nicht traurig, dass nicht jeder einen Slot bekommen kann. Das ist einfach nicht möglich. Aber ich glaube, wir können das echt rocken und ich glaube, der Server kann echt episch werden. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit den Videos. Ich werde heute wahrscheinlich keins mehr hochladen. Morgen kommt wieder ein Minecraft-Part und noch ein paar andere Videos. Und ja, also ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß. Gebt mir weiterhin Feedback. Wir stehen am Anfang. Ich stehe am Anfang. Ich kann mich immer noch verbessern. Ich bin gerade noch am Lernen. Was die Programme anbelangt. Also ich bin da echt noch nicht fertig. Und ja, ich hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß. Ich habe es auf jeden Fall, gerade auch wegen der extrem großen Resonanz. Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, euer Rio. Ciao.